Hallo und herzlich willkommen bei meinem heutigen Podcast. Ich habe heute einen ganz interessanten Gesprächspartner hier, Herrn Gunnar Bender von Facebook Deutschland. Sie sind der Geschäftsführer Facebook. Nein, also ich bin im Grunde genommen für die politische Kommunikation in Berlin zuständig, gemeinsam mit meiner Kollegin Eva-Maria Kirschsieper. Und wir kümmern uns hier um den Dialog mit Staat und Verwaltung insbesondere. Ja, genau, das ist der Grund, warum er heute bei mir ist. Aber wir haben noch einen anderen Grund. Jetzt letzten Freitag gab es eine Entscheidung. Die irischen Datenschützer haben festgestellt, es gibt so ein paar Sachen, die sind nachgebessert worden von Facebook. Also Bilderkennung ist ausgeschaltet. Was ist eigentlich Bilderkennung? Also wir nennen das Text Suggest, das heißt Markierungsvorschläge. In dem Augenblick, wo jemand ein Foto von Ihnen in Facebook hineingeladen hat und Sie haben irgendwann mal gesagt, Sie möchten, dass Sie auch Fotos erkannt werden können, bekommt derjenige vorgeschlagen, aha, könnte das der und derjenige sein. Also es geht im Grunde genommen darum, dass das Foto demjenigen, den es betrifft, dann auch angezeigt wird, dass an dem Werkzeug selber war nichts auszusetzen. Woran etwas auszusetzen war anscheinend von einigen Datenschützern, war, wie dieses Werkzeug den einzelnen Nutzer zugeführt wird. Das heißt also, wie er zustimmen kann, ob er darüber Bescheid weiß, dass es dieses Werkzeug gibt. Und da gab es in der Tat eine Diskussion drüber und der zuständige Datenschützer für uns ist der Datenschützer in Irland. Das liegt einfach daran, weil wir den Dienst aus einer verantwortlichen Stelle in Europa anbieten mit Sitz in Dublin. Dort ist unsere internationale Zentrale. Und der IRE hat uns auditiert, hat ein Audit geschrieben und genau an dieser Stelle konnten wir uns nicht einig werden. Und dann haben wir gesagt, dann wird das erstmal abgestellt, aber wir arbeiten an einer Lösung und vielleicht kann man das Werkzeug irgendwann mal wieder einführen. Also wir sind jetzt erstmal froh, dass wir einen Ansprechpartner in Deutschland haben, aber für uns Verbraucherschützer ist natürlich auch klar, wenn wir was mit Ihnen vereinbaren, dann geht das meistens nicht nur auf Ebene Deutschland, sondern da sind wir schon in Europa unterwegs. Aber bleiben wir in Irland, Sie haben noch ein paar andere Sachen geändert, also zum Beispiel Löschen. Bilder können gelöscht werden, ganze Einträge und zwar auch endgültig sind die jetzt gelöscht. Das war eigentlich immer schon so. Das also war immer so. Sie können tatsächlich Ihr Nutzerkonto löschen, Sie können Ihr Nutzerkonto deaktivieren, Sie können Inhalte löschen. Was wichtig ist zu verstehen, ist, wie diese Mechanismen funktionieren und welche Macht der Einzelne über seine eigenen Daten hat und welche Macht ein Dritter hat über Daten, die ihm geschickt werden. Also beispielsweise, wenn Sie Ihr Profil endgültig komplett löschen, Sie haben aber über direkte Nachrichten mit jemandem kommuniziert, das heißt, Sie haben ihm eine E-Mail geschickt, ja. Dann ist diese E-Mail natürlich noch bei diesem Menschen vorhanden. Und dadurch aber, dass diese E-Mails angezeigt werden, nicht wie einem herkömmlichen E-Mail-Programm, sondern eher so wie ein Dialog, hat man immer den Eindruck, man würde den kompletten Dialog löschen. Also das sind eben so Sachen, die muss man verstehen und deshalb sagen wir, Thema Medienkompetenz ist uns ein wichtiges im Zusammenhang mit Datenschutz. Wir möchten, dass der Nutzer versteht, was er auf dieser Plattform tut. Wir haben noch ein anderes Thema. Es ging jetzt ja groß durch die Presse in Holland. Ein Mädchen, 16 Jahre alt, eine Riesenfete gefeiert, weil sie aus Versehen auf eine Einstellung gestellt hat, öffentlich. Wir sind immer davon ausgegangen, das wäre öffentlich. Also sie hätten eine Voreinstellung getroffen, dass das alles öffentlich ist. Aber das hat sich auch geändert. Ja? Nein, auch das ist in den letzten Jahren komplett erkannt worden, dass man im Grunde genommen Jugendliche darauf hinweisen muss, wie sie einladen zu irgendwelchen Partys. Der Fall in Holland, das war auch nicht das Mädchen, was fehlerhaft zu dieser Party eingeladen hat, das war möglicherweise der Ursprungsfunke. Dann hat aber das Mädchen das schnell erkannt. Was das Problem war, waren sogenannte Party-Hooligans, die in Anlehnung an Filme, es gibt beispielsweise den Film Project X, schauen Sie sich den an, das ist ein Teil von Jugendkultur, witzigerweise in diesem Film wird nicht einmal Facebook genannt. Es ist nur so, dass über virale Kommunikation zu Partys eingeladen wird. Diese Partys, dass diese Partys in Deutschland Facebook-Partys genannt werden, mag vielleicht ein deutsches Thema auch wiederum sein. Das Problem ist tatsächlich, wie kann man kommunizieren und wie kann man Kommunikation dafür nutzen, zu Veranstaltungen einzuladen. Und wenn der Mensch schlecht ist, der zu einer Veranstaltung einlädt und eine böse Veranstaltung planen will, dann gibt es andere Mechanismen von Ordnungsbehörden, um Veranstaltungen zu verbieten. Und wir fühlen uns an der Stelle immer dann betroffen, wenn der einzelne Nutzer beispielsweise unter Fake-Profilen gegen die Nutzungsbestimmungen verstößt, dann können wir auch mithelfen, tatsächlich solche Partys aus dem Netz zu bekommen. Mhm. Aber wenn es eine freie Meinungsäußerung ist, wie wenn Sie in einer Zeitung zu einer Party einladen, dann sagen Sie auch nicht, die Zeitung ist einzustampfen an der Stelle. Mhm. Also es geht ja immer ein Stück weit um die Transparenz und vor allen Dingen die Kompetenz von jungen und alten Nutzern bei Facebook.
Und natürlich sind da die Schulen gefragt, die Eltern gefragt. Gut, bei mir ist es weder eine Schule noch Eltern, also ich muss mit den Eltern, sondern ich muss mich da selber durchfinden. Das muss halt jeder Nutzer machen. Und ich glaube, wir zwei, wir sind uns einig, dass wir auch gern dabei helfen. Also ich als Verbraucherschützerin, Sie natürlich von Facebook. Also Sie haben bestimmt auch nichts dagegen, wenn man auf Ihrer Seite Sie anspricht und sagt, hören Sie mal, wie soll ich das denn machen? Ich verstehe das nicht, was Sie da schreiben in den Bedingungen. Bei mir ist das genauso. Sie können mich genauso anschreiben, auch auf Facebook oder per E-Mail machen wir auch noch so herkömmlich. Mhm. Das soll unser Angebot heute sein. Also wir sind wirklich der Meinung, das ist ein gutes Medium. Man muss wissen, wie man es anwendet. Und wir haben uns aufgemacht, ein bisschen mehr Transparenz da reinzubringen. Also was mir wichtig ist, viel hilft viel und Medienkompetenz geht alle an. Und man kann Medienkompetenz nicht nur auf die Verbraucher wegdrücken, sondern man hat auch als Anbieter eine Verantwortung. Dieser Verantwortung kommen wir nach und wir wollen halt gemeinsam mit vielen Partnern in Deutschland das Thema soziale Medienkompetenz stärken. Denn das, was Sie verstehen müssen, Medienkompetenz im Jahr 2012 bedeutet, dass der Einzelne auch Medienproduzent ist. Das heißt, in dem Augenblick, wo Sie ein Bild teilen, müssen Sie wissen, wie das funktioniert mit Reichweite und anderen Themen. Und ich glaube, da ist auch dieser Videopodcast das geeignete Mittel, um darauf hinzuweisen. Und insofern stelle ich mich gerne Ihrem Dialog hier. Wir werden das fortsetzen. Gerne. Vielen Dank. Danke.